Moin Leute und herzlich willkommen zu einer hoffentlich außergewöhnlichen Folge von Fischstones Angelwelten. Ihr seht's, ich bin unrasiert, sehe aus wie so ein Waldschrat. Ich habe mal mit meinem slowakischen Geschäftspartner gesprochen, der meinte, der war mit 4 Welsanglern unterwegs und hatte sich vorher rasiert. Und als er ankam, haben die alle zu ihm gesagt, hey, wie siehst du aus, wie ein Kind, lass dir mal einen Bart wachsen. Das ist natürlich ein Klischee und nur eine Rechtfertigung, dass ich mich nicht für euch extra hübsch gemacht habe. Aber wie ihr im Hintergrund seht, ich bin hier unterwegs an einem großen Fluss und ich dachte mir einfach, da dieses Jahr so im Zeichen des Welts steht, muss ich nochmal an eines dieser ganz besonderen Gewässer. Wir sind hier am großen Fiume in Italien zusammen mit Hans. Hans ist ein guter Kollege, der war in der Entwicklungsphase auch mit dabei, hat bisher und den unglaublichen Rekordfisch auf unser Welsangelsystem mit 2,36 Meter. Also, und ich habe mir gedacht, es hat sich spontan die Chance ergeben. Wir haben vor 5 Tagen telefoniert oder so ungefähr. Er sagte, ich bin noch einmal in Italien und ich habe gedacht, okay, ich muss da eigentlich hin. Das Jahr des Welses für Fischstone, da muss ich nochmal einen Dreh machen. Ja, und hier bin ich. Mächtiger Fluss, hoffentlich mächtige Fische, wir werden es sehen. Nochmal versuchen, einen dicken Herbstwaller ranzukriegen, ist natürlich nicht ganz so leicht. Aber wir hatten heute Morgen schon den ersten Anfasser gehabt, leider nicht gehakt, der hat kurz unterm Drilling gegriffen, wie wir gesehen haben am Fisch, aber seid gespannt, viel Spaß mit dieser Folge. Juhu! Wir haben eigentlich als Angler hier auch eine geschichtliche Chance, nämlich Angeln neu zu erfinden, zurückzugehen zur Natur, Blei und sein Auslaufmodell. Helft doch mit! Oh. Und hier ist er, der Lohn. Kann man mit Steinen in allen diesen Welten angeln? Voll Einschlag. Ja, Leute, moin. Oder moin, es ist ja moin, mich, wir haben Abend. Ich habe mich so hart angewöhnt, ich war bei Sebastian ja in Osnabrück. Ja, das Moin, das hört man oft vieles, ja, über den ganzen Tag. Ja, über den ganzen Tag. Ja, Leute, hier, zweite Nacht nähert sich dem Ende. Und ich wollte noch mal kurz ein bisschen mit Hans quatschen darüber, ja, so. Angeln am Po, du warst ja dieses Jahr so einmal draußen, grob, oder? Ja, so ungefähr, ich weiß nicht, also ich glaube, ich bin jetzt heuer seit Mitte Mai, also jetzt, wenn ich nur ein paar Tage da bin, dann sind es, denke ich mal, gute 10 Wochen.
Ja, okay, 10 Wochen angeln. Ne? Also das ist ja, sage ich auch mal, für mich halt mega geil, so Leute zu haben, auch jetzt für die Entwicklung von den Systemen. So, auf jeden Fall einer, der viel unterwegs ist. Und, das definitiv, ja. Wir haben auch schon drüber geredet, vorhin mal kurz, so, du meintest von wegen pro Angeln, denkt man noch so ein bisschen wie Forellenpuff, fährst hin und ziehst einen Wal raus, wie ist ja, da so deine... Viele sind der Meinung, ja, der Po ist einfach, du fährst runter und du fängst, klar ist eine Biomasse da, ein Waller oder ein Fisch. Ja. Aber ja, ich sage immer wieder, jeder Fisch ist irgendwo hart erkämpft diesbezüglich. Der Po, er kann beschenken, übelst beschenken, und er kann auch übelst ins Negative gehen, dass man eine ganze Woche blenkt. Ja. Und dann halt mal eine Woche, da geht der Knall jetzt einfach nur. Ne? Dann hast du wieder eine Woche, wo es richtig knallt, oder auch Tage, da läuft es einfach. Ja, und aber auch, das geht jetzt nicht darum, uns hier zu rechtfertigen, wir ziehen schon noch einen raus, wartet ab. Aber nee, die spannende Sache daran ist ja doch, dass es halt auch immer echt viel Erfahrung ist. Ne? Also ich bin hier wieder ja als der Beobachter dabei und gucke mir auch viel an. Ich gucke einfach auch viel zu. Und was würdest du denn sagen für Leute, die jetzt noch nicht so Erfahrung haben, erst in welchem Weltsang, aber sagen, die wollen mal am Pro was? Gibt es so Sachen, wo man sagen muss, das ist wichtig? Grundlegend. Ist empfehlenswert, auf alle Fälle mal eine Guiding-Woche machen oder halt wirklich sagen, okay, vom Camp einfach alles erklären lassen, wie es abläuft. Das Wasser ist halt auch nicht ungefährlich, es kann viel passieren. Wir haben schon gehört hier, ne? Viele sind auch bei Hochwasser, die es halt da nicht einschätzen können. Das sind halt Extrembedingungen, wo man halt wirklich wissen sollte, wo man ankert oder wo man am besten der Gefahr entgeht oder vielleicht sogar sagt, okay, wir angeln heute nicht, weil es ist zu gefährlich, es ist zu lebensriskant und bleiben halt mal drinnen oder so. Ja, die Wassersprünge auch, ne? Was ihr wart letztens hier, da hast du dann in der wie schnell geht das? In 20 Stunden 4,70 Meter, also fast 5 Meter, ist halt schon nochmal Ansage. Ja, machst du das Seil zu kurz und dann über Nacht ist das Boot, säuft dein Boot ab, so gefühlt. Ja, also angeln hier irgendwo am Fluss wäre lebensgefährlich, also da musst du echt Stellen wissen und schauen und sagen, okay, da bin ich safe, und selbst wie es heuer war, so viel Holz habe ich noch nie gesehen. Da. Ich glaube, das war an die 6 bis 7 Kilometer lang, der Holzteppich, und hat von, ich glaube, bei uns ist er angekommen um, sag mal, 9:30 abends, und ich habe eigentlich kontinuierlich, wir haben nichts geschlafen in der Zeit, und also wie gesagt, wenn du da einen Waller ans Band kriegst und sagen musst, du musst ins Schlauchboot oder keine Ahnung, dann ist es besser, du schneidest die Schnur ab, als wie alles andere. Weiß. Was, da sind hier 6 Kilometer lang Bäume? Ja, der Baumteppich, also es gibt ja einige Videos im Internet von Cremona weg, wo der Holzteppich losgegangen ist und wo es durchzogen ist, also das war schon immens. Ja, also das kann ich auch nur von meinem Eindruck jetzt sagen, also wenn man sieht, wie das Wasser hier vorbei rauscht, das ist einfach so. Ist hat eine brutale Strömung, also das ist nicht ungefährlich. Und wenn du dann redest, von hier kommt Holz runter, dann sind das halt nicht so Äste, sondern so richtige Bäume, so vorhin dann auch, dann denkst du, Alter, was schwimmt denn hier lang? Das ist schon also. Ja, aber es sind halt harmlose Sachen, es kann ja ganze Inseln und Plantagen runterkommen, die jetzt zusammenpresst sind. Ja. Ja, da ist schon also einiges los. Das ist auf jeden Fall mal ein guter Hinweis. Denke ich, das Camp, wo wir sind, heißt Bavarian Fishing Camp. Ja. Mhm. Betreibt der Robert Welser. Mhm. Also jetzt nur für diese Saison und nächste Saison. Dann hat er ja gesagt, geht er in die Pension. Ich weiß nicht, wie es dann weitergeht, aber ja, wird sich sicher irgendwo eine Lösung finden. Mhm. Ja. Das gehört ja auch wo mit La Motta zusammen, das Ganze. Und grundsätzlich kann man halt natürlich an den Camps Boote leihen oder man bringt selbst ein Boot mit. Du kannst mit deinem Eigenboot anreisen oder nimmst dir ein Mietboot. Ja, das ist ja alles möglich. Da würde ich sagen, also auch hier das Boot von Hans ist echt schon hammergeil. Also kann man sagen, können wir morgen noch mal ein bisschen angucken, was da so sinnvoll ist vielleicht. Aber ja, Leute, wir drücken einfach mal hart die Daumen, dass hier einer mal einschlägt. Ne? Wir hoffen es. Also die Montagen liegen gut, sind schön gefächert, von daher denke ich mal, der eine oder andere Aktivitäten hatten wir ja schon, oder bevor du angereist bist, hatte ich schon einen am Band, der ist ausgestiegen im Drill, aber gut, das passiert halt auch,
Wir haben ja auch auf hier den, für mich persönlich, den Long-Distance-Rekord hier einmal angebracht. Wir müssen halt jetzt die schönen wirklich auffächern, damit wir euch euren Fisch zeigen können. Aber ja, ich bin sehr gespannt. Selten einen Dreh gehabt, wo ich so gespannt war, ob das hier einschlägt. Weil wie gesagt, mein Rekord jetzt aus meinem Videodreh ist nicht so groß, hier einfach mal so einen Fisch zu sehen, so diese mächtigen Viecher, das wäre schon echt ein Traum. Also, viel Spaß und hoffentlich sehen wir uns dann beim Nachtdrill wieder. Genau, ciao. Ja. So, schnell mal hier beim Stöckchen assistiert, wie ein Hund. Hol das Stöckchen, riech das Stöckchen. Leute, ich bin trotz allem gespannt. Auch wenn Hans sagt, der ist nicht so groß. Tja, der erste Powaller, den ich gleich sehe, wenn alles läuft. Und da kommt er. Ui, der ist ja süß. Das ist ja wirklich ein Kindergarten. Krass, was der noch für einen Druck macht bei dem. Ja, scheiße. Ist ein Katzenwelt. Leute, also mein erster Katzenwelt, den ich live sehe. Lustig. Tja, wie gesagt, nicht der Zielfisch, aber bisschen Spannung immerhin. Da müsste sein. Und? Oh ja. Alter, okay, verstehe. Leute, da sind wir. Das war Part 1 von Hans und Carsten auf Valla in Italien. Dass Hans in der Vergangenheit schon mega gute Fische fangen konnte, sehen wir ja gerade im Hintergrund. Die Frage ist, ob die Jungs auch so erfolgreich bei dieser Session waren. Das seht ihr im zweiten Teil von Fishtowns Angelwelten in Italien. So, entdeckt diese Systeme mit uns gemeinsam. Eindeutig. Probiert es aus. Je mehr Leute mitmachen, umso schneller kommen wir an den Punkt, dass wir sagen, jetzt haben wir wirklich funktionierende Alternativen in möglichst allen Bereichen. Von der Natur zur Natur. Mit Steinfischen.